Er war seit 2 Tagen in Kiel und es hatte nur geregnet die ersten beiden Kieler Wochentage. Und ja, er hat einen Wunsch an Gott. Und er hat ihn formuliert, hat ihn aufgeschrieben und hat den Ballon in den Himmel geschickt zu Gott und hat mir dann verraten, was er draufgeschrieben hat. Er hat sich gewünscht, dass die Sonne den Rest der Kieler Woche scheint. Und ja, und darüber sind wir dann auch ins Gespräch gekommen, über Gott und über das, was ihm am Herzen lag. Und vor allem, was ich so toll fand, dass Gott seine Bitte erfüllt hat. Der Rest der Kieler Woche schien wirklich die Sonne. Ich glaube, das war 2010. Und das fand ich ganz bewegend. Und das ist auch schon ungewöhnlich für Kiel, zur Kieler Woche. Neben diesen Angeboten, diesen Aktivitäten, gab es auch eine Oase der Ruhe, wo Menschen, auch zum Beispiel jetzt Eltern, während ihre Kinder für längere Zeit beschäftigt waren bei den Aktivitäten, auch ja, eine Tasse Kaffee, ein Stück Kuchen nehmen konnten und dabei sich auch gute Gespräche ergeben haben und ja, teilweise auch tiefgehende Gespräche. Und ja, das... Ja, und da habe ich mich auch wieder an jemanden erinnert, der auf mich zugerannt kam und sagte, oh, das ist so toll, dass Sie wieder da sind in diesem Jahr mit Ihrem Zelt. Sie haben mich letztes, also die Leute, die damals Dienst gehabt haben, da waren für die Menschen, die haben ihn so ermutigt, dass er dieses Jahr gehofft hat, dass das Zelt wieder da ist. Und er hat seinen Vater mitgebracht, der sehr viel Fragen hat über Gott und über die Bibel und so weiter. Ja, und dann haben wir ungefähr 1 bis 1,5 Stunden in diesem Zelt verbracht und haben uns ausgetauscht. Der Vater konnte seine Fragen stellen, wir haben gemeinsam gebetet und sie sind ganz fröhlich und ermutigt wieder losgezogen. Ja, das waren unsere Erfahrungen. Ja, und es macht einfach Spaß, mit Geschwistern aus anderen Gemeinden ja gemeinsam was auf die Beine zu stellen. Und da ist wirklich sehr viel Potenzial an Kreativität, auch in den unterschiedlichen Gemeinden. Und ich freue mich sehr schon auf das kommende Jahr. Vielen Dank. Dankeschön. Ja, wie ich schon sagte, wir sind bereit, auch Dinge auszuprobieren. Dieses Jahr wird dieses unser Zelt sein, eine Kirche. Da gehört auch ein Turm dazu, den sieht man fast nicht, der steht hier in der Ecke. Könnt ihr nachher mal gucken, mal reingehen und, ja, und einfach Lust kriegen, dabei zu sein. Seid da für die Menschen dieser Stadt. Sie kommen gerne und sie nehmen das Angebot gerne an. Dankeschön.